Und wieder war der stets beliebte Hauptstadtball in St. Pölten restlos ausverkauft. 4.500 Gäste im feinen Zwirn tummelten sich in den Hallen des VAZ. Das Europaballett eröffnete den Abend mit einer imposanten Tanzeinlage. Gute Stimmung herrschte beim Hauptstadtball in St. Pölten. Schon die Eröffnung war heuer etwas ganz Besonderes. Das Europaballett St. Pölten tanzte zum Bolero nach einer Choreografie von Peter Breuer und begeisterte damit das zahlreich erschienene Publikum. Vorstellung des Europaballetts wurde der Ball von den Tanzpaaren der Tanzschule Schwebach mit der Polonaise eröffnet. Als es hieß als Walzer, schwang auch Bürgermeister Matthias Stadler das Tanzbein, dieses Jahr mit der dritten Landtagspräsidentin Eva Prischl. Auch heuer war der Hauptstadtball in St. Pölten wieder ausverkauft. 4.500 Gäste schwangen das Tanzbein und unterhielten sich im Veranstaltungszentrum. Wir waren innerhalb von wenigen Wochen mit den Tischreservierungen komplett ausgebucht. Auch der Vorverkauf hat man immer wieder gemerkt, dass sofort die Tendenz nach oben gegangen ist. Und ich glaube, so kann man zufrieden sein und das Jahr starten. Mit dem Hauptstadtball begann auch offiziell ein fulminantes Kulturjahr 2024 in St. Pölten. In diesem Jahr werden uns fast 1400 Veranstaltungen erwarten, die jetzt bekannt sind. Also es gibt trotz aller Themen und Probleme, die uns natürlich beschäftigen, genug Grund in St. Pölten zu feiern, sich gut zu unterhalten. Und der Hauptstadtball ist so nach den Neujahrskonzerten der wirkliche Start ins neue Jahr. Beim NEN-VIP-Empfang in der Disco gab es auch schon die ersten Krapfen zu verkosten, die dann im Frühstückssackerl nach einem langen Ballabend mit nach Hause genommen werden konnten. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an diesem Ball? Ja, der Ball ist schon ein Highlight in Niederösterreich. Es ist wirklich einer der größten oder der größte Ball in St. Pölten. Und auch für mich immer wieder schön hierher zu kommen und das ganze Flair zu sehen. Und wie das Platz verwandelt wird in diese Ball-Location ist schon was ganz Besonderes. Insgesamt ist der Ball einfach spannend. Es gibt verschiedene Bühnen, verschiedene Bands, die aufspielen. Es gibt im Wehrhaus dann immer noch die 80er-Jahre-Musik zur später Stunde. Und natürlich gibt es den Landeshauptstadt-Wein, den man da das erste Mal verkosten kann. Und das habe ich auch schon getan natürlich. Na, erstens einmal die schiere Masse, wenn ich das so sagen darf. Es ist ein unglaublich großer Ball. Und man merkt, dass die Menschen sich gefreut haben, dass sie in diesen Höhepunkt des Jahres schon einmal miteinander einsteigen können. Und das Besondere ist, dass man sieht, wie sie sich darauf vorbereiten. Trotz des Stierchenwetters draußen, trotz der Kälte, sind alle wunderschön gestylt. Und sie tanzen offensichtlich wahnsinnig gern, das merkt man ihnen an. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie eine Tänzerin? Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon fast meine Hochzeit platzen lassen, weil wir beim Tanzkurs zur Hochzeit so gestritten haben. Ich habe das Thema ad acta gelegt. Ich schaue gerne, aber ich tanze nicht. Normal machen wir immer kurz vor dem Ball einen Crashkurs mit einem Staatsmeister, die uns hier ausbilden. Ein bisschen zum Auffrischen, was den Walzer, den Cha-Cha-Cha betrifft. Aber wir müssen wieder mehr tun, habe ich festgestellt. Sind Sie ein Tänzer? Nein, nicht wirklich. Nein. Kennen Sie, die meisten Männer sind keine Tänzer. Schlechte Nachricht. Ja? Was machen Sie denn sonst am Ball? Naja, wir haben Spaß. Wir sind mit Freunden da und ich wohne ja schon zur Hälfte hier in St. Pölten und ich mag das hier. Ich bin ja regelmäßig hier seit über einem Jahr. Getanzt wurde an diesem Abend auf jeden Fall genug. Tolle Musik und eine großartige Atmosphäre ließen die Gäste noch bis in die Morgenstunden feiern.